Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge hier bei Rayman Legends. Und wir müssen ganze, ja, 892 Meter heute schaffen. Die Grenze ist heute gar nicht schlecht gewählt, weil es ist so diese typische Kombination, die man halt eben an dieser Stelle wieder machen muss. Aber ich denke, die Grenze wird sich heute auch nochmal eine ganze Weile verschieben. Aber das schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Aber jetzt erstmal zum Rand heute. Die Kombinationen am Anfang sind wieder sehr, sehr einfach. Es wird heute sehr, sehr viele Seiltricks geben. Und ja, aber gerade diese 1000 Meter, das sind halt eben, ist halt eben die typische Grenze hier bei der Extreme Challenge hier in der Land der wandelnden Seelen. So, hier springen wir entsprechend wieder runter. Kleiner Sprung, großer Sprung. Ich werde was zu den Sprüngen immer sagen, weil die sind heute relativ wichtig. Und gerade heute nach der Grenze wird es eine sehr, sehr schwierige Kombination kommen, für die ich auch selber noch keine richtige Lösung habe, wie ich die am besten schaffen kann. Gut, hier kleiner Sprung drüber, nochmal klein, groß, jetzt hier auch drüber, kleiner Sprung und wir gehen hier entsprechend drüber, wieder auf die nächsten Seile, hier nochmal gleich das nächste Seil, also heute wirklich recht blöd. Auch eine blöde Stelle wird demnächst gleich kommen, so bei ca. 740 Metern, da werden wir nämlich eine ganze Geschwindigkeit drauf haben und ja, hier habe ich es Gott sei Dank verpasst. Aber wenn wir hier den Punkt optimal schnappen, haben wir so eine Geschwindigkeit drauf, dass wir nachher auf diesem Seil diesen nächsten Sprung fast verpassen können. Und das kann natürlich auch sehr, sehr oft zum Tod führen. So, das hier, war das jetzt gerade eben? Ja, das war die Goldgrenze und das ist ja eigentlich die typische Kombination, weil die halt eben gerade im Anfängerbereich halt eben noch sehr, sehr schwierig zum Lösen ist. Dann kommt hier die nächste Sprungkombination. Schaut es euch am besten nochmal in der Zeitlupe an, weil die Kombination ist echt mies. Und ja, hier zerbröselt es mich dann, weil ich den Sprung halt eben nicht richtig schaffe. Aber trotzdem, 1143 Meter, so für der dritte Versuch war es jetzt, ist eigentlich kein schlechter Wert. Und schauen wir einfach mal, wie es entsprechend in der Bestenliste aussieht. Also Platz 7, das ist auch noch gut. Klar, es haben jetzt noch nicht so viele gemacht, aber ich denke, wir werden auch so zwischen 10% und 7% werden wir wahrscheinlich geschafft haben. Mal schauen, wie sich das im Laufe des Tages noch ein bisschen verändert. Aber vielleicht mache ich dann auch nochmal ein, zwei Runden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Challenge. Bis dann!